Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei My Time at Porsche. Wir haben heute viel vor. Wir wollen gucken, dass wir unsere Werkzeuge vorantreiben. Wir haben ja gestern nicht richtig aufgepasst und plötzlich war unsere Zeit schon abgelaufen und heute regnet es. Na toll. Und es gewittert. Ist das nicht lustig, was sie immer hier gleich solche Schirme aufhaben? Das erinnert mich daran, dass wir jetzt gleich einen speziellen Auftrag bekommen. Mit Isaac sollen wir nicht reden, das ist aber jetzt komisch. So, hier hinten ist noch jemand, mit dem wir reden sollen. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Now you look like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. So, zwei Faserstoffe haben wir bekommen. Hier ist aber auch der Laden. Hier können wir jetzt erstmal Sachen verkaufen. Hier drüben siehst du, was er anbietet. Er bietet zum Beispiel hier den Regenschirm an. Das ist ein Buch, da bekommen wir das Rezept, wie man einen Regenschirm herstellt. Brauchen wir nicht zu kaufen, denn bekommen wir gleich umsonst. Oh, die kostet gar nicht 500, die kostet 193. Gut, pass auf. Wir machen erstmal Folgendes. Wir verkaufen hier 4 Stück von den Äxten. Gibt 32. Die können wir gleich schon mal nach hier unten legen. Wir verkaufen das hier. Wir verkaufen das hier, weil das können wir nicht einfach... Entschuldigung. Das können wir einfach aus den Bäumen schütteln. Ah, das hier bringt nicht so viel Geld ein. Das heben wir mal auf. Das bringt auch nicht viel Geld ein. Kokons bringen auch nicht so viel Geld ein. Aber die brauchen wir erst später im Spiel, deswegen können wir die erstmal verkaufen. Den verkaufen wir, weil wir gerade den nicht brauchen. Also ich finde den nicht so toll. Dann haben wir hier die Früchte, die bringen ziemlich viel Geld ein. Und wir haben hier noch so einen Stein. Die sollte man eigentlich nicht verkaufen, die brauchen wir später für spezielle Produktionen. Allerdings, momentan ist erstmal wichtig, dass wir viel Geld bekommen. Deswegen auch erstmal mit denen raus. Das hier verkaufen, der Saft, den können wir hier nicht verkaufen, der ist ja so ausgegraut. Das hier würde viel Geld bringen. Brauchen wir aber gleich für eine andere Produktion, deswegen heben wir das auf. So, jetzt wollen wir einkaufen. Und zwar, hier, von denen hätte ich gerne 2 Stück. Das können wir auch kaufen, okay. Verbesserungssets gekauft. Neuer Gegenstand. So, und wir düsen gleich mal hier so ein bisschen noch durch die Gegend. Da oben wird uns angezeigt mit diesen kleinen, ja, Tropfen, die man da sieht. Da sind noch Leute, mit denen wir uns unterhalten sollen. Und da wir jetzt eh gerade... Guck mal, oben ist noch eine Kiste. Wir können hier übrigens überall runterspringen. Es gibt noch keinen Fallschaden. Ich laufe total blöd hier. So. Der soll aber hier irgendwo rumstehen. Ach, das ist hier drin. Genau, hier. Hier können wir uns Erweiterungen für unsere Gelände besorgen. Die sind aber alle sehr, sehr teuer. If you are in need of house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is... Gut, mit dem hätten wir geredet. Wir können hier mal kurz reingucken. Hier gibt es die Updates für unser Gelände. So, wir können zum Beispiel hier das Haus updaten. Wir können die Montagestation updaten. Montagestation. Wir können unsere Werkbank hier updaten. Und das ist das, was wir als nächstes machen müssen, den Arbeitstisch. Aber wir gucken uns mal an, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dafür 20 Bretter. Wir brauchen 5-mal alte Teile. Die finden wir in der Mine. Und wir brauchen 2000 Golds. Und damit wisst ihr schon, ja, das dauert noch, bis wir das machen können. Diese ganzen Sachen hier können wir bauen, wenn wir jetzt erweitern. Also die Belohnung ist eigentlich nur eine Quasi-Belohnung. Das sind neue Sachen, die wir dann bauen können. Momentan können wir uns davon noch gar nichts leisten, weil wir haben zwar keine, wir haben keine 2000 Golds. Aber jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, dass wir einen Auftrag noch bekommen. Sekunde. So, wir haben hier DDD, also alles sind einfache Aufgaben. Textilmaschine bauen, 2 Stück ist noch sehr, sehr aufwendig. Hier kriegen wir 242, hier kriegen wir natürlich auch ein bisschen mehr Punkte. Firma Glas können wir gar nicht bauen. Textilmaschine können wir auch nicht bauen, weil da fehlt uns nämlich noch die Maschine. Wir können aber Holzkisten bauen. Ich würde sagen, dann nehmen wir den an. So. Gut, das hätten wir auch gemacht.
Und wer fehlt jetzt noch in unserem Reigen der Leute, mit denen wir uns unterhalten sollen? Nur noch Mars. Okay, wahrscheinlich oben in der Kirche. Nee, das ist nicht in der Kirche. So sieht die Kirche aus. Und wir können hier unsere Discs eintauschen. Zwei Discs geben hier so ein Pflanzbeet. Und hier eine Disc gibt so ein Erweiterungsdings und so weiter. Wir müssen aber noch ein paar Discs sammeln. Aber keine Angst, wir kriegen ziemlich viele Datendiscs. Halt. Kiste. So, getrocknete Apfelringe. Ah, sehr schön. Hä? Hier soll Mars stehen? So ein Anzeigefehler. Ach, da. Du warst nice eben noch. Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's got the best selection around these parts. Now, you look like a nice kid, so I'm gonna give you these for free, as a leg up. Hä? Du hast mir gar nichts gegeben, du hast mir nur Ruf gegeben. Sind wir voll? Nee. So, drei Holzkisten, Handelsauftrag, aber wir wollen erstmal gucken, dass wir unsere unsere Werkzeuge verbessern. Benzin aufgebraucht lese ich sehr ungern, weil wir haben nämlich momentan nur sehr begrenzt Holz. So, pass auf hier. Ich tank mal die zwei auf, die wir haben. Und wir wollen mal gucken, dass wir dann. Wir müssen also mal gucken, dass wir die Axt aufwerten hier. Wir brauchen dafür eine einfache Achse, wir brauchen Bronzebahn und wir brauchen ein Verbesserungsset. Ja, machen. Und dann hier unten auch die Spitzhacke machen wir auch. So, jetzt bin ich schon mal beruhigt. Ach, da hat er schon reingelegt. Gut, jetzt können wir nämlich viel mehr abbauen. Jetzt können wir diese Bäume hier nämlich fällen. Das nimmt natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit ein, aber ihr werdet gleich sehen, das lohnt sich. Und hier unten den Stiel müssen wir auch noch fällen. Wir kriegen jetzt neue Holzsorten und wir kriegen viel mehr Holz und so. Level 7. So, erstmal ein bisschen Holz machen. Hartholz haben wir jetzt schon. Das brauchen wir auch gleich für ganz viele Produktionen und so. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier Holz für unsere Produktion zusammenbekommen. Und ich wäre dafür, dass wir tatsächlich von diesen Schmelzöfen, ihr habt ja gesehen, die sind alle permanent im Einsatz, dass wir da vielleicht nochmal zwei dazustellen, um noch mehr Material gleichzeitig zu produzieren. So, das wäre jetzt erstmal Holz gewesen, was wir produziert haben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen an Steine noch drankommen. Was gab es eigentlich, wenn ich die fälle? Sekunde. Pflanzenfasern, okay.
So, das war Holz. Jetzt müssen wir gucken, dass wir an Steine drankommen. Jetzt können wir die etwas größeren Steine hier schon fällen. So, ihr seht, Kupfererze kommen dabei auch raus. Das ist schon mal ganz gut. Die hier gehen noch nicht. So, aber die hier. Marmor bekommen wir. Und jetzt ist unser Ausdauer aufgebraucht. Aber ich habe hier noch Apfelringe dabei. Ich glaube, gerade verbraucht das noch sehr viel. Ich glaube, es verbraucht gerade noch sehr viel Energie, oder? Jeweils 3 Punkte. Ja, es ist ziemlich viel. Gut, da müssen wir aber sowieso jetzt hier gucken. Skill Points. So, wir wollen jetzt mal hier gucken. Verbraucht Ausdauerkosten um 50% reduzieren. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Was war denn das hier? Durchhalte. Was? Maximales Durchhaltevermögen um 5% erhöht. Okay, nee, ich hätte gerne das hier. Okay. Ist ein bisschen spät gewesen. Hätten wir eben schon machen können. Huch. So, und schon haben wir unsere Ausdauer schon überwiegend verbraucht. Uhrzeit 17 Uhr. Oh, das ist ziemlich knapp. So, 3 Holzkisten bauen. Und wer bekommt die? Die bekommt Alo. Okay. Können wir auch einschalten hier. Wir können bis zu 2 Aufgaben hier einschalten. Mysteriöse Datendisk. Das kann ich gerade nicht aktivieren, weil wir immer nur 2 grüne, also 2 frei gewählte nehmen können. So, wir müssen gleich zu Alo noch gehen, müssen ihm die Kisten geben. Und hier erstmal unsere... Ich habe nur 2 Holz, wieso? Wir haben doch so viel Holz gefällt. Ah ja, ich weiß. Ja, ich bin doof, ich weiß. So, pass auf, hier so. Machen wir die Hälfte. Das ist jetzt das Hartholz umwandelt in normales Holz. 75 Holz. Gut. So, hier ist immer wichtig, dass wir das sofort auffüllen. So. Wir gucken mal, wo Alo ist. Das ist die Brücke. Das ist die Bäuerin. Ich glaube, Alo ist zu Hause. Da kommen wir aber so schnell jetzt nicht hin. Ich glaube, vor 18 Uhr schaffen wir das nicht. Der ist nämlich in der quasi Polizeistation von hier. Siehst du, vor 18 Uhr haben wir es nicht geschafft. Jetzt ist wahrscheinlich die Tür zu. Es sei denn, er steht gerade draußen. Ach nee, hier. Da muss ich rein. Oh, wir kommen noch rein. Das ist sehr gut. Da ist Alo. Ja, also. Wir haben Goals bekommen. 242. Wir haben Rufpunkte bekommen. Und... das ist doch schon mal ganz gut. So, hier ist das Gefängnis übrigens auch. Wir müssen aber mal gucken, ob es hier vielleicht noch eine Kiste gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eine Kiste gefunden hatte. So, hier ist Vorratskammer. Hier nicht.
Gut. Dann können wir morgen beim Bürgermeister nämlich sagen, dass wir... Wie viel Uhr ist es? 19 Uhr. Aber wir haben keine... Ja, gut, wir haben keine Ausdauer mehr. Sekunde. Hier alle Ecken abgucken. So, ein Blutstein. Sehr schön. Gut, wir müssen... warte, hier oben war auch noch... Da ist noch eine Kiste. Ich sehe sie schon. Und noch ein kleiner Geheimtipp. Hier ist unser ärgster Feind, nämlich Higgins, wenn der gleich in seinem Haus ist. Dann gucken wir kurz mal hier rein, weil hier liegen am zu Sachen drin. Und da ist er schon wieder draußen. Und unser Rucksack ist voll. Unser Rucksack ist voll. Das heißt, wir müssen erstmal nach Hause gehen, ein bisschen was abladen. Und ganz dringend müssen wir auch unser Inventar erweitern. Das wird halt immer teurer, je mehr Plätze wir freischalten. Aber ich kann euch schon sagen, es gibt eine Belohnung, wenn ihr alle freischaltet. Wenn ihr also wirklich alle Plätze freischaltet, gibt es eine Belohnung. Das ist aber nicht nur das hier, sondern hier ist noch eine zweite Seite. Ich benutze aber meistens nur die erste Seite. Die zweite Seite finde ich zu unübersichtlich. Was soll ich machen? Sachen ablegen, genau. So, wir gucken mal. Hier haben wir ja schon Sachen reingelegt. Dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt vielleicht... Hier bleibt übrigens die Zeit stehen. Also das hier zählt jetzt nicht zeitlich dazu, wenn wir jetzt hier Sachen reinlegen. Das Holz können wir komplett ablegen hier. Und jetzt haben wir langsam schon... wirklich das Problem, dass wir hier nicht alles reinkriegen. So, das hier Steine habe ich hier auch noch nicht drin. Marmor ist aber hier drin. Guck mal, die nehmen wir lieber mal raus und legen dafür die Steine hier rein. Und dann... den Saft könnten wir trinken. Dann hätten wir... noch ein bisschen Ausdauer für heute. Wir müssen halt morgen gucken, dass wir auf jeden Fall nochmal das ein oder andere hier verkaufen, damit wir unser Inventar erweitern können. So, wir müssen eine Schleifmaschine bauen. So, die Schleifmaschine braucht zwei alte Teile und einen Schleifstein, der aus Steinen hergestellt wird. Entschuldigung. Und Kupferbarren müssen wir auch noch herstellen. So, alte Teile. Die können in den Minen gefunden werden. Das schaffen wir heute aber gar nicht mehr. So, was hatte ich gesagt? Wie viele Steine haben wir? Zu wenig, gell? Vielleicht können wir den noch klein hauen hier. Das hilft uns aber auch nicht so viel weiter. Wir brauchen zwei Schleifsteine. Können wir gerade 12 Stück von herstellen. Schleifmaschinen. Auch davon würde ich gerne mindestens mal... würde ich auch gerne 3 Stück bauen. Das heißt, wir bauen gleich schon hier 6 Stück. Und Steinhocker brauchen wir auch nochmal. So, weil ich will nämlich von den Dingern hier noch welche herstellen, damit wir schneller arbeiten können. So, alte Teile müssen wir dann besorgen. Kupferbarren können wir nur schmelzen. Und die laufen aber hier alle noch. So, Kupfer.
5-mal Kupfer. Wir sind 20 Minuten fertig, da können wir auch drauf warten. So, auffüllen. Auffüllen. Wenn man drauf wartet, das dauert das natürlich ewig lange. So. So, Fertigung abgeschlossen. Wir gehen kurz rein und auch hier können wir, komm, wir lassen einfach 10 Stück durchlaufen. Wir können das da später abbrechen. Auch hier sagen wir jetzt erst nochmal fertigen, noch 3 Stück. So. 23 Uhr, das heißt, wir müssen nicht mehr in die Mine gehen und wir haben nur noch 7 Ausdauerpunkte. Wir können aber mal gucken, ob wir mit dem Saft vielleicht noch ein bisschen hinkommen. Ich glaube, der war nur für die Heilung da. Mist. Gut. Dann weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so, was wir noch herstellen können. Also ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass wir noch alte Teile da haben. Wir waren ja schon mal in der Mine gewesen, aber dafür müssen wir Relikte suchen. Hier sind keine alten Teile mehr drin. Wir sollten gucken, dass wir das Zeug hier schon anpflanzen. Pass auf, wir machen mal Folgendes, wir gehen mal angeln. Die Tage müssen immer gut ausgenutzt werden. Der Weg zum Angeln ist allerdings jetzt ein Stück weit weg. Wir können also nicht so viel angeln. Wir dürfen übrigens nicht ins Wasser treten. Ja, ja, wissen wir. So, wir müssen es jetzt immer hier im Kreis halten. Oh. Und schon habe ich es. Jetzt ist die Ausdauer aufgebraucht. Schade, schade, schade. Da ist aber noch jemand, der mit uns reden will. Achso, nee, das ist der Brückenkopf. Ja. Dann kommen wir da drüben zu der Insel. Da müssen wir ziemlich schnell auch hin. Die hat auch wichtige Sachen passieren dort. Ich glaube, ich kann dich nicht schlagen, oder? Doch. Nicht genug Ausdauer. Mhm. Super. Ihr seht schon, Ausdauer ist hier tatsächlich ein maßgeblicher Punkt, den man immer einhalten sollte. Und es ist spät. Wir sollten schlafen gehen. Aber vorher werden wir noch Sachen ablegen, die wir... Oder wir werden mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen können. So. Denn wir wollen ja hier... wir wollen ja hier erweitern. Und so ein paar Fische wären jetzt gut gewesen. Denn die Fische, die würden nämlich jetzt ziemlich viel Geld bringen. Schade eigentlich, dass es nicht geklappt hat. Tja, dann können wir heute nicht mal mehr machen. Aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zu Bett. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge. Wir beenden ja die Folge immer am Ende von so einem Tag. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.